Hi Leute, willkommen auf der Grünen Woche. Heute ein ganz besonderes Duell, das Schmarotzer-Duell. Deswegen der größte Schmarotzer überhaupt. David, hallo. Hallo David, nein. David hat sich bereit erklärt, mit mir das Schmarotzer-Ding durchzuziehen, weil das letzte Mal war die Messe nicht so doll. Dafür kriegst du eine Rose von mir. Ich bin ja der Bachelor auch. Genau. Sozusagen. Und das Besondere ist, man darf alle Sachen heute in seine Tüte hauen, die essbar sind. Deswegen, aber die müssen gratis sein. Ja, und deswegen fangen wir mit der Rose an. Ja, hat Aroma. Ja, aber 1 Euro, wirklich 1 Euro. Ach, 1 Euro? Ich dachte kostenlos. Ja. Aber auch 1 Euro. Also es muss gratis sein, ja? Ja. Es muss gratis sein. Ja, es muss gratis sein. Dankeschön. Du kriegst keins. Geh weg. Steckst du es jetzt wirklich ein? Ja klar, Mann. Das kommt alles in die Tüte. Außerdem kostet es 3 Euro. Hat der ich habe das war doch eine Probe, aber ich glaube, also. Probekartoffel? Probekartoffel, ganz eindeutig. Ja. Oh, schön. Bisschen gekleckert beim Schnaschen da. Hoppa. Momentan liege ich ja ein bisschen hinten. Hallo. Wetter und viel zu Hause, Mutti ist da. Den Euro kann ich jetzt nicht aufbringen. Und wo seid ihr? Nee, YouTube-Kanal ist es. Ah, okay. YouTube. Ja, die Heilen kennt man nicht. Ach so, Tatsache. Richtig, ja, du machst jetzt Weihnachten als Einkaufen. Ne? Ja, wir sammeln jetzt, wir sind gerade unterwegs, wir versuchen die Netto-Tüten mit Gratisproben voll zu bekommen. Und du willst mir doch bestimmt in Bier etwas so geben. Ja, Sie, wie geil ist denn du, Alter? Das ist ja geil. Damit ist der Sieg mir quasi sicher. Das ist so geil. Sehr gut. Ey, wenn er fragt, gib ihm Keynes. Wir haben ja nicht gesagt, dass Zucker nicht zählt, wa? Hamburger Fisch mit Pop. Boah, ey, da stinkt die ganze Tüte nach Fisch, Mann. Ja, ist mir egal, für zu Hause. Lieber zwei Mamas auch da. Naja, muss ich hoch. Ein bisschen wie. Ja, YouTuber. Das ist doch nicht dein Ernst. Ey, das ist ja wirklich nicht dein Ernst. Das zählt. Du bist so ein Assi, David. Hey. Aber das ist doch eine Zwiebel, oder? Ja. Die willst du nicht ausgraben, Mann. Grab die nicht aus. Nee, die hängt fest. Entschuldigung, ich kann ja noch nicht springen. Essen Sie das noch? Weil dann würde ich mir das nämlich. Dankeschön. Ich müsste das nämlich hier reinmachen. Mach es. Dankeschön, ich lasse Ihnen das Stück auch extra übrig. Danke. So, Dankeschön, es ist lieb von Ihnen. Oh, wieder nur eine Kartoffel. Entschuldigung, wir sammeln für Bedürftige und ich bin einer der von den Bedürftigsten. Ich hätte gerne eine gratis. Geht das durch, wenn ich ganz lieb kriege? Oh ja, ich guck jetzt geht's so. Lass ihn dafür tanzen, bitte. Oh, das ist lieb, dank dir. Ja! Dank dir. Nur einen Schluck. Alles voll der Assi, gib den Milch. Schluck, ja komm. Milch. Ja komm, hopp, danke. Nein. Okay, danke drin. Nee, das glaube ich nicht. Voll der Assi, gib dem nichts, Mann. Nee, das kommt ja auch voll nicht. Voll der Assi, ey. Wieso läufst du mit dem rum eigentlich? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ja. Halt mal kurz meine Tüte, meine Hose rutscht gerade. So ekelhaft. Oh, die Dame, könnte ich den Apfel haben? Ich hab Hunger. Jetzt esse ich noch gar nicht. Na, noch einmal abbeißen und rein. Ja, hier. Essen Sie die Waffel noch? Wenn nicht, rein da. Hopp. Essen Sie die Waffel noch? Nee. Wenn nicht, rein da. Hopp. Läuft ja. Ja.
Also es sieht schon wirklich gut aus hier drin. Ja, also erstmal, wir sind jetzt draußen angelangt, weil Herr Dein drin alles voll tropft, denn von der Security angehalten wurde wegzuwerfen. Eigentlich Sieg für mich, aber ich bin fairer Sportsmann. Ich habe die ja sogar rausgeholt. Er hat dann mitgekriegt, dass ich ihm das Bier geklaut habe. Ja. Und jetzt lassen wir mal von einer neutralen Dame. Welche ist schwerer? Die schon, oder? Also ich nee, sein. Machen Sie mal die Augen zu, warten Sie mal. Ja, machen wir, warte mal, warte. Ich tausche jetzt aus. So, und jetzt. Welche ist schwerer? Ja, die verliert hier gerade an Flüssigkeit, ja. Also das ist ja, aber welche? Mit jeder Sekunde, mit der sie wartet. Scheiße. Ja! Ich hab nicht geguckt. Ich ja, die ganze Zeit weil sie das so gut gemacht haben, dürfen sie meine behalten. Nein, ich möchte gleich ja. Ja, danke. Wie ihr seht, es gibt einen Gewinner. Ich mach den Siegestanz. Ich, du hast derbe abgelost. Du hast derbe abgelost. Und das neckt mich schon wieder so. Ich hab gegen Frodo verloren und gegen David, ey. Du kannst halt auch nicht verlieren, das ist geil. Er wurde halt während der gesamten Challenge, die Laune, die ging so, während das Gewicht meiner Tüte sich umgekehrt proportional dazu verhielt, fand ich sehr geil. Ja. Also niemals ein Battle gegen Aaron machen, weil da kriegt er gleich mit schlechte Laune. Junge, du musst verlieren können. Nee, ich hasse verlieren. Verlieren tun Verlierer. So Leute, ihr habt jetzt Zeit, meine anderen Videos zu sehen. Und da ist die Halle immer drin hinter mir, weil da habe ich auf der IFA Genghis von ApeCrime getroffen. Klickt mal da oben hin und wenn ihr sagt, nein, wollen wir nicht, dann klickt mal da unten hin, weil in der Halle habe ich auch Fickschnitte 18 getroffen. Und wen hast du noch getroffen? Wo klickt ihr noch hin? Hä? Wo klickt ihr noch hin? Auf Behind? Ja. Behind, natürlich. Hast du einfach vergessen? Nee, aber dich habe ich doch immer da drin. Ja, ja, ja. Ja, also natürlich. Außerdem habe ich alle meine User von dir. Die wissen, welcher Kanal es ist. Also ja, schöne Grüße an David, seine User. Schreibt mir mal, wenn ihr David, wie heißt dein Channel, Behind guckt, schreibt mal Behind in die Kommentare. Wie heißt dein Channel? Ich zuerst und dann mein Gast. Oh. Tür zu. Erwart, eindeutig.